Ja, da fallen schon die Steine nach unten. So, Lara, durch mit dir. Du sollst jetzt nicht da. Sprinte durch! Scheiße. Ja, okay, das war jetzt Fail. Das war ein großer Fail. Ja, das kann man nicht so. Das war wieder doof. Das war wieder total dämlich. Ja, wenigstens ist Lara zwischen ihren Artgenossen gestorben. Nämlich Steinen. Ja, denn man könnte sagen, Laras IQ ist so hoch wie der von einem. Oder, wir wollen realistisch sein. Von drei. Ja, das ist relativ interessant. Lara rutscht jetzt für ihr Leben lang diese Schräge herunter. Nein, natürlich nicht. Hältst du mal runter? Danke. So. Gut. Ich hasse das, wenn dieser Boden bebt. Das ist so richtig nervig. Weil du dann keine. Weil du dann keine klare Sicht hast. Und das nicht so gut einschätzen kannst, wie Lara läuft. Tut mir leid, wenn ich jetzt nach jedem kleinen Scheiß speichere, aber nee. Nee. Bevor ich von einem Stein erfasst werde. Oder anders von Decken gerümpelt. Oder noch ein anderer Begriff von Müll, der von der Decke fällt. Ha! Och Mann. Das hätte jetzt so toll sein können. Ach, Lara. Übrigens, der Morast, der hier unter Lara war, ist auch weg. Das ist jetzt nur noch Stein. Nach hinten. Ja, denn dort fällt nämlich viel Geröll runter. Oh, können wir mal bitte aufhören mit diesem Beben? Es nervt. Nervig. Hoch 10. So, wo denn jetzt? Ja, wohin jetzt? Ach, dahinter. Scheiße. Och, Menno. So kommen wir natürlich richtig gut voran in diesem Level. So, Lara. Du wirst ja wohl mal hinbekommen hier. Wisst ihr? Ich hasse das. Mach hin! Ja, rauskommen tun wir nicht. Deshalb müssen wir den anderen Weg nehmen. So wie ich will, das wird das Level mit den meisten Toten, sage ich voraus. Man kannst du nicht einfach mal dich festhalten, wenn ich dir sage, du sollst dich festhalten. Nein, da muss die Fackel ausgehen und Lara muss sie natürlich wegschmeißen. Meine Fresse. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ihr wollt mich so richtig quälen in diesem Level. Ihr wollt mich so richtig quälen.
plus ein Hebel. Eine Leiter. Dann mal nach oben. So, wir müssen jetzt kurz warten, bis die Luke wieder nach oben gegangen ist. Okay. Denn dafür war nämlich der Hebel. Und wir... Ja, und wir sind jetzt wieder hier. Ich wollte nur jetzt die schöne Tomb Raider Musik spielen lassen. Wir sind jetzt wieder hier und können deshalb in die nächste Hölle gehen. Die auch besser bekannt ist als die Wasserhölle. Also, ich will mal dazu sagen, das sind die Folterinstrumente, die eigens entwickelt wurden von Core Design, um den Spieler so richtig an seine Grenzen zu bringen. Lass dich fallen. Und schwimm nach unten! Ja, Lara, das Messer hat dich erfasst. Jetzt könnte man wieder den Spruch anbringen, jedem das, was er verdient. Aber da wir nicht fies sein wollen, bin ich eigentlich nur... Nee, ich brauche mir gar keine Schuld zu geben, Lara ist schuld. Lara ist an allem schuld, was passiert. Ich kann ja nichts für ihre Inkompetenz, dass sie so anziehend gegenüber Messern ist, oder? Oh, ja. Es ist mir jetzt scheißegal, ob ich ein Medipack verloren habe oder sonst irgendwas. Das nächste. Hier ist das nächste Folterinstrument. Was... Also mit diesem Level hat sich Core Design selbst übertroffen. Geh jetzt hier rein. Kann sie wenigstens auftauchen, ja. Aber wir haben ja genug Medipacks. So, jetzt geh nach unten. Betätige den Hebel. Ach ja. Unterwasserhebel zählen dann auch mit in die Statistik rein. Level mit den meisten Hebeln. Kleiner Tipp am Rande. So, die Frage ist jetzt aber, wo muss ich hin? Ich glaube, hierhin war's. Ja, dann... Ja, metzelt mich einfach ab, Messer und... Wir sind schon wieder im nächsten Raum. Mit Messern. Wo müssen wir denn hin? Hier hin. Los, komm! Sehr gut, Lara. Schön. Also, wir müssen jetzt im Endeffekt, diese vier Gänge stehen, denke ich mal, für die vier Elemente, was in Tomb Raider eigentlich sehr häufig der Fall ist. Oh, da liegt Uzi-Munition. Danke. Werde ich wenigstens ein bisschen Nee. Doch. Lara hat keinen Schaden. Ich dachte jetzt schon, sie... Nein, wir formulieren jetzt einfach mal einen normalen Satz. Ich dachte jetzt, Lara nimmt Schaden, weil sie so spät losgeschwommen ist und da das Messer schon fast wieder ihren Körper berührt hat. So. Das war genug Grammatik für heute, das heißt... Das heißt, wir schwimmen mal hier lang. Dann betätige mal den Hebel. Geh wieder hierhin, nach oben. Denn dieser Hebel hat
Das Gitter auf der völlig anderen Seite geöffnet, wofür wir wieder mal, ja, wofür wir wieder mal total abkratzen werden. Also irgendwie fehlen mir langsam die Worte für dieses Spiel. Willst du mich eigentlich du komplett verarschen oder so? Ich will vom Tod mit dem Ha! Ganz ruhig, Lukas. Ganz Ja, wie soll ich denn das machen, bitteschön, Core Design, hä? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Ach ja. Ja. So, nach 4 Toten haben wir es dann auch wieder geschafft. Freude hält sich in Grenzen. Toll. Ja, warum ist denn jetzt das Gitter zu? Wollt ihr mich verarschen? Das ist Zeitspiel oder was? Krieg ja noch die Motten in diesem Spiel. Ja, aber ich muss doch durch dieses Gitter durch, Mensch. Ach, Mann. Ja, stirb doch einfach, Mann. Ich hab darauf keinen Bock mehr. Wir laden jetzt mal den anderen Safe. Wo wir unter Wasser waren, denn ich möchte bitte mal nochmal den Hebel betätigen. Ja, mit Luft ist es auch bald nicht mehr so viel. Ist auch nicht mehr so viel los. Ja, aber in so einer Situation kriegen wir es gleich hin beim ersten Mal. So. Hol Luft, speichern. Doch, doch, wir haben's. Jawohl, Lara. Jawohl. Jawohl. Die zweite Maske bricht jetzt auch wieder die Hölle über mich herein. Oder die Verdammnis. So, gut, speichern. Wir haben die zweite ozeanische Maske. Also, wenn die vier Gänge wirklich für die Elemente stehen, dann denke ich mal, steht der hier für Wasser. War jetzt nicht so schwer zu erkennen, ne? Naja. Aber wer hat sich denn das hier mit den Messern ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Kann mir mal jemand das sagen? Es geht uns zu. Dafür war also der hier. Ja, klar, wenn ich den Hebel betätige, geht das andere Gitter zu, wo die Maske drin ist, und dieses Gitter geht auf. Ja, Core Design. Logik hoch 10. Wir sind schon wieder in diesem Raum. Schwimm jetzt durch! Komme ich hier irgendwie hoch oder so? Oder muss ich wieder unten lang? Darauf wird es hinauslaufen. Ich sehe jetzt nicht ein, Medipack zu nehmen, ganz ehrlich. Ich muss doch hier durchs Gitter durch, Mensch. So, hier ist jetzt eine Strömung, die mich
hierhin katapultiert. Fehlen nur noch so Klappmesser an der Seite, die es in Tomb Raider 2 gab. So, dann schwimm mal weiter, Lara. Und ich glaube, damit haben wir dann den Gang auch abgeschlossen und geschafft. Ja. Nee, doch nicht. Gut. Dann trotzdem speichern wir mal. Denn. Ach, jetzt sind wir wieder hier in diesem Gang. Gut. Leider spielt die Tomb Raider Musik nur einmal an dieser Stelle. So, das heißt, wir müssen jetzt zwei haben. Jawohl. Zwei ozeanische Masken. Und das heißt, wir können in den nächsten Gang hinein. Ich mache das jetzt einfach so gegen den Uhrzeigersinn.